Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Peter. Und ich war heute nichtsahnd im Supermarkt, schlender so ein bisschen rum, so weißt du, und dachte mir nichts dabei. Und was passiert? Kommt so ein Typ mit so einer Klärklaumaske. Jeder kennt diese abgewichsten Spasten. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, warum man sowas anzieht. Gerade jetzt in der Zeit und in der Winterzeit, wo es so früh dunkel wird. Also ich war auf jeden Fall einkaufen. Ich weiß ehrlich nicht, was dieser Scheiß dran soll. Und ja klar, die Leute waren natürlich ein bisschen abgefuckt auf diesen Typen, so. Weil mir ist es eigentlich egal gewesen, so, weil was will er da machen mit einem Laden? So, das war irgendein Spasti, der dachte, das macht das mal Spaß. Klar, kannst du ja machen, aber nicht jetzt, wenn es so medial so eine Aufmerksamkeit hat. Auf jeden Fall haben dann irgendwann die Leute von dem Supermarkt den rausgeworfen, also wollten ihn rauswerfen und dann hat er seine Maske ausgezogen und dachte dann irgendwie so, yo, was soll der ganze Scheiß? Und dann dachte ich mir, Alter, bist du behindert? Weißt du nicht, was abgeht da draußen? Auf jeden Fall ist er dann rausgeflogen, hat dann noch verbal, ist er ausgerastet und dann, keine Ahnung, aber das, um einfach auf den Punkt zu kommen, ich verstehe so Leute nicht. Keine Ahnung, wenn man doch schon weiß, was alles passiert ist, wenn man gerade sieht, was auch woanders passiert und wie gerade Leute darauf reagieren und wie sie einfach drauf sind, wenn sie solche Spasten treffen, dann verstehe ich nicht, warum man sowas macht. Natürlich hat er sich nichts dabei gedacht im Endeffekt und wollte auch nur vernünftig einkaufen, aber doch bitte nicht so, doch bitte nicht so. Also da muss man noch so ein bisschen Verstand im Kopf haben, um zu sehen oder um zu überlegen, ja ey, das ist scheiße, der hat es gar nicht verstanden. Der hat es wirklich nicht verstanden, warum man ihm jetzt quasi vor die Tür setzt, war dem nicht bewusst. Aber warum nicht? Warum nicht? Und das sind so Sachen, die frage ich mich tatsächlich jeden Tag, wenn ich irgendwelche Leute sehe. Warum dies? Warum das? Naja, das wollte ich euch noch mitteilen. Mich so ein bisschen, das fand ich heute ein bisschen lustig und da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Warum ist das eigentlich so? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Sind manche Leute so beschränkt oder verdrängen die viele Sachen und wollen das gar nicht wahrhaben, dass es so krass ist, dass man das ruhig weitermachen kann? Ja, Freunde, was ich eigentlich sagen wollte in diesem Video ist, dass ich jetzt streame FIFA und das natürlich ohne Horrorclowns. Ihr könnt dabei sein, fangen wir an mit Foot Champions. Wir wollen uns für die Weekend League qualifizieren und da am Wochenende so richtig Gas geben, wenn wir das schaffen natürlich. Es gibt Foot Draft, es gibt Ultimate Team, ihr könnt wie immer dabei sein, könnt mir Fragen stellen. Heute werden nämlich auch wieder Mods gesucht, aber das sage ich schon mal in aller Deutlichkeit, ich suche natürlich auch Mods, jetzt gerade wegen den Fußballstreams, die sich wirklich gut im Fußballbereich auskennen. Die nicht mir einfach nur sinnlose Fragen stellen, sondern die so ein bisschen in die Materie eintauchen können und auch ein paar Fragen von alleine beantworten können. Denn ihr wisst ja, wie immer können mir Leute ihre Fragen stellen, meine Mods sagen mir so aufs Ohr. Und ja, so kommt quasi jeder dran und jeder, der schon mal im Stream war, der weiß ganz genau, alle Fragen werden soweit vorgelesen, wenn sie sinnig sind und mit Anstand geschrieben. Dann werden alle auch vorgelesen. Keine Frage. Es gibt wie immer Fragen, die werden 10, 20 Mal gestellt. Irgendwann sage ich dann so, ja, habe ich jetzt oft genug erklärt, weil man muss auch immer weitergehen. Man kann nicht jedes Mal das neu erklären, dies, das. Aber soweit es geht, versuche ich wirklich alles zu beantworten. Ich glaube, das schaffe ich auch. Das wissen die Leute, die in den Streams dabei sind, auch. Also, ich würde mich freuen, wenn wieder einige dabei sind heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Für die anderen, die nicht vorbeischauen, wünsche ich noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Man weiß nicht, was gerade da draußen rumläuft. Ne, immer schön die Augen aufhalten. Also, kann Spaß sein, kann nicht Spaß sein, das weiß man nicht. Das sieht man dann erst später. Also, Freunde, ich wünsche euch allen einen angenehmen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Peter und ciao.